Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute kurz vor dem Filmfestival, was wir ja hier in München jetzt im Sommer feiern werden. Neben mir die Geschäftsführerin Diana Iljen. Schwieriger Name. Wo kommt der her? Der ist russisch ursprünglich. Also meine Familie, das sind Russen, die nach Paris geflohen sind. Und daher kommt der Name Iljen. Iljen, so wie Lenin oder so. OB Ude sagte Il wie Spanisch, das Il, und Yen wie der japanische Yen, die ganz japanische genau. Währung. Das ist die richtige Aussprache. Das haben wir jetzt geklärt. Genau. Jetzt müssen Sie klären, warum braucht München ein Filmfestival? Ein Drittel der ganzen Kreativwirtschaft sitzt in Bayern. Wir haben hier namenhafte Verleiher und Produzenten. Wir haben ein Studio wie Arri oder die Bavaria. Und das Filmfest München ist ein Leuchtturmprojekt, wo sich jährlich bis zu 5000 Filmschaffende treffen und in dieser entspannten Atmosphäre hier in München ihre Geschäfte machen. Aber es gibt ja in Deutschland alleine, wenn wir uns das mal angucken, viele, viele andere Festivals. Was sticht heraus bei dem Münchner Filmfestival? Also wir sind das zweitgrößte Festival in Deutschland und jeder kann hin. Das ist besonders hier bei uns. Das heißt, ich lade alle Zuschauer herzlich ein, zum Filmfest zu kommen. Die können mit auf dem roten Teppich. Die Stars sind zum Anfassen. Es ist alles nicht weit entfernt. In jedem Kino hat man eine Begegnung mit einem Filmschaffenden. Und das ist das, was uns besonders macht. Anders als die A-Festivals in Cannes oder in Venedig, auch Berlin, wo doch der Aufmarsch noch viel größer ist und ein bisschen weiter weg vom normalen Zuschauer. Also wenn Sie sagen, dass jeder hin kann, dann was meinen Sie da konkret mit? Also bei den anderen Festivals in Berlin oder Venedig kann ja auch jeder hin. Naja, also in Venedig können eigentlich nur akkreditierte Leute hin. Es gibt ausgewählte Vorstellungen auf den Piazzas, aber das ist ja in Venedig normalerweise nicht so. In München kann jeder Tickets kaufen für jede große Gala. Wir haben dieses Jahr fantastische Galas. Mit Herrn Bogner, mit Herrn Kohn, einem sechsfachen Oscar-Preisträger, mit Klaus Lemke, mit Udo Kier. Und alle diese Sachen sind offen für jedermann. Jeder kann Karten für jede Gala kaufen. Sie machen das jetzt zum dritten Mal. Genau. Wenn so ein Filmfestival vorbei ist, dann machen Sie sich ja Gedanken, wie kreiere ich das nächste Filmfestival? Was war sozusagen für dieses dritte jetzt, 2014, für Sie sozusagen der Hauptimpuls? Was möchten Sie da nach München transportieren? Also dieses Thema Vernetzung und Begegnung ist für mich unheimlich wichtig, weil das weiß man oft nicht, wie viele Filmschaffende sich hier treffen und ihre neuen Drehbücher besprechen, Verleiher finden. Und diesen Aspekt möchte ich stärker betonen. Wir werden dieses Jahr einen sogenannten Industry Guide haben, was ich als Professional oder beziehungsweise als Filmschaffender wissen kann, wer ist denn überhaupt auf dem Münchner Filmfest, welche Firmen sind da. Wir werden ein Lunchbox haben, das ist ein Club, wo wir die Filmemacher, die aus aller Welt kommen, mit interessierten Co-Produzenten, Verlegern und so weiter zusammenbringen. Und auch sonst bemühen wir uns, einfach diesen Aspekt ein bisschen stärker zu betonen. Das ist dann aber eine Area, wo man nur mit Bändchen reinkommt und dann auch akkreditiert sein muss. Das ist tatsächlich was für die Akkreditierten. Genau, jetzt bin ich erwischt. Aber welche Aspekte ich auch stärker betont habe dieses Jahr, ist das ganze Thema Marketing und Vernetzung mit den jungen Leuten. Also wir nehmen jetzt dieses Jahr das Wort Filmfest wörtlich und feiern Partys in der ganzen Stadt. Schon der Eröffnungsfilm wird wiederholt, in 2D allerdings, auf einer Holleschek- und Schlick-Party im Untergrund ZKM bei der Maximilianstraße, im Maximilianforum. Und auch sonst gibt es verschiedene Partys im Drella-Club und überall in der ganzen Stadt, weil wir die jungen Leute stärker ansprechen möchten. Das ist jetzt, kann man ja fast sagen, organisatorisch das, was Sie planen, eben die Leute zu vernetzen. Aber inhaltlich haben Sie sich da, werden Sie sich auch Gedanken gemacht haben, was Sie als Schwerpunkt in diesem Jahr hier im Filmfestival zeigen wollen? Der Schwerpunkt ist ganz einfach und der ist doch verhältnismäßig gleich. Wir zeigen die besten Filme im Sommer aus der ganzen Welt und das Wort Qualität steht an oberster Stelle. Also wir zeigen nichts einfach nur, weil es vielleicht einen tollen Schauspieler drin hat oder weil es sich anbieten würde kurz vor Kinostart. Wir zeigen alle Filme
dem Zuschauer und da gehen wir nach dem Kriterium Qualität. Das ist eigentlich ein Hauptaugenmerk und wir haben das immer weiter verschlankt, weil ein Filmfestival ist oft recht unübersichtlich. Man weiß überhaupt nicht, wo soll ich eigentlich hin. Und wir zeigen inzwischen nur noch 160 Filme. Es waren mal 240 und mit meiner Ära wurden es weniger Filme. Immer noch viel, aber vielleicht ein bisschen übersichtlicher. Also die besten Filme, das ist ja ein weit dehnbarer Begriff. Ja. Und wer definiert beste Filme? Wir haben ein Filmteam, also wir haben ein Team von Programmern. Wir fahren das ganze Jahr in der ganzen Welt herum auf Festivals. Das heißt, wir haben mehrere Filter, die die Filme schon vorher durchlaufen. Und von diesen Festivals wählen wir nochmal die Filme aus, die uns am besten gefallen. Wir sichten also ein paar tausend Filme jedes Jahr und kommen dann auf die 150, 160, die jetzt hier für den Zuschauer zu sehen sind. Aber Beste ist ja doch immer wieder irgendwie, geben Sie da eine Direktive aus, nach welchen Kriterien ist ein Film der Beste? Ist es, hat er die meisten Zuschauer? Ist er am aufwendigsten produziert? Oder was heißt bester Film? Also der beste Film hat mit Handwerk auch zu tun. Filme machen ist ja ein Handwerk. Das heißt, ich will nicht nur eine gute Geschichte haben oder eine lustige Geschichte oder eine gut funktionierende, sondern ich brauche auch die entsprechende Form für einen Film. Ich habe da viele Beispiele auch dieses Jahr auf dem Filmfest. Wir zeigen auch ein paar Cannes-Gewinner bei uns, wo man ganz eindeutig sieht, ich habe nicht nur eine gute Geschichte gefunden, sondern auch die entsprechende Form, wo die Kamera stimmt, das Licht stimmt, die Regie unheimlich fein geführt wird, die Figuren fantastisch eingeführt werden. Und das ist ein guter Film. Und der unterscheidet sich gar nicht immer, aber kann sich auch mal von einem Film unterscheiden, der viele Zuschauer hat. Wir haben ja über diesen Wettbewerb gesprochen, der auch unter den Festivals da ist. Ja. Warum können Sie jetzt von sich behaupten, dass Sie die besten Filme hier in München haben? Die besten Filme im Sommer. Die besten Filme im Sommer. Ah ja, okay, das ist natürlich schon eine Einschränkung. Aber da werden Sie sich doch bestimmt auch, ja, ich sage es jetzt mal ganz salopp, um einige Filme kloppen mit anderen Festivals. Absolut. Und wie schaffen Sie es dann ein, oder können Sie mal ein Beispiel nennen, über welchen Film es besonders schwierig war, ihn zu bekommen? Also wir hatten letztes Jahr alle Palmen, die in Cannes gewonnen haben. Also alle Cannes-Gewinner hatten wir letztes Jahr auf dem Festival. Von Vidadel bis hin zu kleineren Filmen, die in der Quinzaine liefen. Das ist eine Riesenleistung vom Team. Das heißt, wir kennen die Verleiher, wir kennen die Weltvertriebe, wir überreden die und wir zeigen denen, dass München die beste Plattform ist, um ihren Film zu zeigen, möglicherweise auch nochmal, um den Journalisten zu zeigen, um zum ersten Mal vor einem großen Publikum zu testen, wie das läuft. Mhm. Und die schätzen München als Plattform. Das ist einfach ein großes Festival in einer schönen Atmosphäre. Und das unterscheidet uns vielleicht einfach auch der Zeitpunkt. Das ist gar nicht in Konkurrenz. Ich habe sehr großen Respekt vor meinem Kollegen in Berlin. Der macht das fantastisch, Herr Koslik. Auch Venedig ist schön, Cannes ist wunderbar. Aber München hat einfach eine spezielle und lockere Atmosphäre. Wenn Sie aber Filme von anderen Festivals holen, die da schon gelaufen sind, ist da nicht das Besondere in München nicht mehr da? Wir haben jede Menge Welturaufführungen auch, die noch nie irgendwo gelaufen sind. Ganz besonders in der deutschen Reihe, auch im Kinderfilmbereich. Mhm. Wir haben eine ganz große Preziose, das ist unser Kinderfilmfest. Mhm. Und die deutschen Filme sind alles Welturaufführungen. Die sind noch nirgendwo gelaufen und wir nehmen sie auch nicht, wenn sie schon wo gelaufen sind. Frau Illien, wie sind Sie denn auf die Idee für dieses Plakat gekommen mit den beiden Sonnenbrillenträgern? Ja, wir haben eine Agentur, die uns da berät und nachdem unser Motiv eben der Sommer ist, wie ich sagte, wir sind das entspannte, lässige Sommerfestival, da passt eben gut eine Sonnenbrille dazu. Die hatten wir im ersten Jahr, hatten wir nur eine Sonnenbrille. Letztes Jahr hatten wir ein Mädchen, was die Sonnenbrille abgesetzt hat und offensichtlich einen Sonnenbrand hat. Und dieses Jahr haben wir die Begegnung zwischen einem Zuschauer oder einem Hollywood-Star und einer schönen Frau. Die haben die Brillen getauscht, also die sind schon im Gespräch oder sind schon ein bisschen vertieft. Er trägt das rote Herz auf der Nase. Genau. Ja, welche Stars kommen denn? Ach, wir haben einen sechsfachen Oscar-Preisträger, den Arthur Cohn, der aus dem Nähkästchen plaudert. Wir haben den Herrn Bogner, der seit genau 50 Jahren jetzt Filme macht. Und das ist für uns was ganz Besonderes, ihn in einer Hommage zu würdigen. Wir haben Walter Hill, eins der besten Action-Regisseure aus Amerika. Das ist was für echte Filmfreaks auch. Wir haben den Klaus Lemke, einen echten Rebell, einen Verrückten, der ganz gerne einfach auf dem roten Teppichen
den Stinkefinger zeigt oder sich auch mal die Hosen runterzieht und sagt, ihr könnt mich mal alle. Ja, da sind Sie sehr progressiv, denn 2007 wurde er verboten auf dem Münchner Filmfestival. Zu pornografisch war der Vorwurf. Was hat sich denn da geändert? Also ich muss meinen Vorgängern doch ein bisschen entschuldigen. Es gab schon Lemke-Filme, auch schon vor 2009 auf dem Münchner Filmfest. Aber klar, ich bin progressiv, ich bin wild und ich muntere auch mein Team mit solchen Menschen zu sprechen. Ich möchte solche Leute aber lange nicht auf dem Festival. Das ist also was Besonderes, dass wir die Filme von Klaus Lemke zeigen können. Und ich ermuntere mein Team, sprecht mit denen, überredet ihn, schafft ihn ran. Ich muss jetzt hier was vorlesen, denn ich habe mir hier ein Zitat von ihm rausgeschrieben. Wenn das feudalistische Staatskino nicht innerhalb der nächsten 100 Jahre, das ist eine lange Zeit, abgeschafft wird, bleiben wir weltweit die Top-Langweiler. Brav, banal, begütigend, verbeamtet, frigide, museal und selber schuld. Sind da nicht viele gerade von diesen deutschen Filmemachern mit gemeint, die auch bei Ihnen hier auf dem Festival auftreten, die also subventioniert worden sind? Beim Lemke weiß man, der hat noch sich keinen Film subventionieren lassen. Und könnte das dadurch nicht etwas problematisch werden? Also es ist ein typisches Lemke-Zitat und ich glaube nicht, dass er gewissermaßen die Kollegen beleidigt, sondern er meint das System. Und wir leben nun mal in einem System, das ist in Deutschland noch stärker als in anderen Ländern, wo Film und Fernsehen sehr eng zusammenarbeiten. Sprich, ich kann im Grunde genommen keinen Kinofilm ohne das Fernsehen machen und umgekehrt. Und es gibt da neue Trends und er hat sie sehr früh begriffen. Und die neuen Trends sind, dass wir unheimlich viele junge, talentierte Filmemacher haben, von denen der eine oder der andere eben auch Filme ganz ohne Förderung macht. Letztes Jahr hatten wir den Film Love Stakes, der dann auch für den Deutschen Filmpreis nominiert worden ist. Und auch im Jahr davor haben wir tolle Produktionen gehabt, die ohne Förderung entstanden sind, also jenseits des feudalistischen Systems. Ja, aber wenn Sie unheimlich talentiert sagen, was meinen Sie damit? Das meine ich, dass durch die Digitalisierung können viel mehr junge Leute Filme machen. Alleine eine Kamera früher zu besitzen, war sehr, sehr teuer oder bei Ari eine zu leihen. Heute können viele junge Leute Filme machen auf eine einfache Art und Weise und die möchten sich eben nicht mit 5 Redakteuren absprechen oder möchten nicht das lange bürokratische Prozedere einer Filmförderungseinreichung machen und sind bereit, sich noch mehr selbst auszubeuten. Ich will das jetzt aber gar nicht verurteilen, einfach nur konstatieren, um Filme zu machen. Glauben Sie nicht, dass die Filmförderung auch viel Kreativität erstickt, weil eben dadurch die Leute so eine gewisse Sicherheit kriegen, im Vergleich zum Beispiel zu amerikanischen Filmemachern, die da sehr viel unabhängiger arbeiten müssen, aber dafür dann eben auch sich ganz deutlich überlegen müssen, wie kriege ich Leute ins Kino für meinen Film? Also ich bin da sehr positiv. Also für mich ist die Filmförderung doch ein großer Segen und die fördert wirklich. Und wenn ich sehe, welche Projekte gefördert sind, sind das mitnichten nur große, vielversprechende Kinofilme, eine ganze Menge sehr auch verrückte, unabhängige Filmemacher, die in die Förderung einreichen, auch gefördert werden, anstandslos, ohne dass man ihnen sagt, du bist zu so, du bist zu wild, du schaffst nicht genügend Leute ins Kino. Also das finde ich schon mal per se ganz toll. Und in Amerika gibt es andere Abhängigkeiten. Da entscheidet der Studioboss immer noch alles. Auch den Final Cut. Ja, schon. Aber ab wann ist denn ein Film für Sie überhaupt erfolgreich? Also ist es, wenn das Studio voll ist oder also wenn der Kinosaal voll ist oder was macht ihn erfolgreich, wenn er einen Preis gewonnen hat? Also in erster Linie sollte man einen Film schon für den Zuschauer machen. Das ist mal eine Prämisse, von der ich ausgehe, dass Leute den Film für die Öffentlichkeit machen. Also ich finde es schade, wenn kein Mensch ins Kino geht. Aber das ist immer schwieriger heutzutage. Wenn Sie sich die Bandbreite von dem, was im Kino läuft, anschauen, wie schwer es ist, inzwischen Zuschauer zu gewinnen. Und natürlich haben wir fantastische Beispiele mit dem Bully Herbig oder zuletzt mit Fuck You Goethe, die Kinos voll machen. Aber es gibt auch eine ganze Menge, mir fällt gerade eine Komödie aus der letzten Zeit ein, Irre ist männlich von der Konstantin, eine hervorragende Komödie, die praktisch nur 200.000 Zuschauer hatte, ungerechterweise. Also da blickt man nicht hinein, wie das so funktioniert. Aber Qualität oder ein guter Film ist, die Zuschauer sind eine Sache, wie er gemacht ist, ist eine andere Sache. Und ich würde sagen, es wird immer schwieriger, das vorauszusagen. Aber
ist man sich in Ihrer Branche einig, dass ein guter Film Publikum eben auch gewinnen muss und sich zu refinanzieren hat? Oder ist das in Deutschland aufgrund der Subventionierung von Filmen erst so, sozusagen in zweiter Linie wichtig? Also ich denke doch, es ist in erster Linie wichtig, Filme zu machen, für den Zuschauer auch Leute ins Kino zu bringen. Auf der anderen Seite, wenn man bedenkt, wie die jungen Leute heutzutage gucken, die klappen ihren Laptop auf und schauen die neuen Serien, muss man wirklich sagen, dass es sehr schwierig ist. Wir sind da in einer Zeit des Umbruchs und man kann jetzt nicht mehr sagen, der hatte noch nicht mal 300.000 im Kino, der Film ist also nicht gelaufen oder war nicht gut, das kann man heute nicht mehr so sagen. Sie arbeiten ja auch viel so mit Fernsehproduktionen zusammen, also Sachen, die fürs Fernsehen produziert werden, die werden dann auch hier auf dem Filmfestival gezeigt. Wenn man sich jetzt mal diese ganzen neuen Serien in Amerika anguckt, also Breaking Bad oder da gibt es ja so viele Sopranos, mit denen angefangen. Genau. Und das vergleicht mit dem, was wir hier in Deutschland haben. Da fällt dann den Leuten immer ein Tatort. Ja? Dann fragt man sich, warum schafft man es in Deutschland nicht, sowas zu produzieren, was die Amerikaner da im Moment am Fließband produzieren, und eine Serie ist besser als die andere. Also das Talent, würde ich sagen, ist durchaus vorhanden. Wir haben die Autoren, wir haben die Schauspieler, wir haben die Produzenten, die so etwas können. Und da, ich mag das nicht, dieses Fernsehbashing. Das mag ich nicht. Das ist langweilig, immer nur auf den Redaktionen rumzukloppen. Aber da würde ich sagen, könnten die deutschen Fernsehanstalten ein bisschen mehr Mut Vielleicht ist es aber besonders gut und wichtig, auf die Fernsehredakteure einzudringen. Ja? Ja. Denn die sind Verbeamte, die haben keinen Druck. Ja? Die müssen nicht. Wenn das nicht funktioniert, dann ist es egal. Ja, das ist nicht ganz gerecht, wenn man überlegt, die Erfolgsserien kommen von HBO, einem großen Pay-TV-Sender. Und teilweise haben das nur 160.000, also Breaking Bad, haben nur 160.000 Menschen erstmal in den USA gesehen, bevor es ein weltweiter Vertriebshit wurde. Die haben sich das einfach erlaubt, für eine minimale Zuschauerschaft das zu machen, eben im Vertrauen, dass der Film durch seine oder die Serie durch ihre Qualität die ganze Welt noch erobern wird. Das finde ich einen guten Ansatz. Man muss natürlich auch sagen, dass in solche Serien sehr viel mehr Geld investiert wird. Also eine Absolut. Folge, wenn wir jetzt bei Breaking Bad sind, kostet sind so viel. 3 Millionen. Absolut. Und ein Tatort ist ungefähr bei 1,5 Millionen anzusiedeln. Siedeln ist aber doppelt so lang. Also kann man sagen, geben die viermal so viel aus. Absolut. Aber es lohnt sich doch. Und das Geld haben wir doch auch. Es lohnt sich. Und warum passiert es nicht? Genau. Vielleicht wissen Sie die Antwort. Genau, es lohnt sich. Das Geld haben wir auch. Das öffentlich-rechtliche System, das sind große Schiffe. Da geht nicht immer alles so schnell umzulenken. Wenn ich sehe auch, was mein Kollege oder unsere Gesellschafter vom BR so Schwierigkeiten hat, allein mal einen Klassikkanal ins Digitale zu bewegen, eine ganz normale Aktion, und wie da, was ihm da widerfährt, dann verstehe ich, warum nicht immer die Energie frei ist, nur das Programm zu verbessern. Also das ist schon ganz schön hart, was man da erlebt. Aber ich denke, wir sind da auf einem guten Weg, und es gibt auch immer wieder Serien, die gut laufen, auch bei uns, die das bestätigen, dass wir das theoretisch können. Ich bin da nicht ganz Ihrer Meinung, weil ich glaube, also wenn das öffentlich-rechtliche Fernsehen im Moment ein Durchschnittsalter von 62 Jahren hat, der Zuschauer ist 62 Jahre, dann glaube ich, gibt es da im Moment einen Generationsbruch beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Die verlieren einfach ihre jungen Zuschauer im Moment. Die sind nicht mehr da. Sie haben recht. Also deswegen, sowas macht ja auch ZDF Neo oder andere versuchen es. Sie müssten riskieren, für eine kleine Zuschauerschaft auch mal zu produzieren. Und sagen, das wird Kult, wir glauben daran. Und das ist genau wie die amerikanischen Pay-TV-Sender oder die HBOs vorgehen. Die produzieren für eine ganz kleine Zuschauerschaft. Erstmal ist das egal, sie machen etwas Verrücktes. Und Breaking Bad ist ein Beispiel. Wenn zu mir einer gekommen wäre und gesagt hätte, ich mache was über einen Chemieprofessor, der kriminell wird, weil er Krebs hat, da hätte ich gesagt, was ist denn das für ein abgefahrenes Zeug? Ja. Da gehört schon sehr viel Mut zu. Ja. Also da möchte ich sogar verteidigen, das hat nicht nur mit Spießigkeit zu tun, dass das nicht passiert. Also ich möchte nicht auf der Stelle sein von einem Redakteur, der das zu entscheiden hat, dieses Risiko einzugehen. Ja, oder ein amerikanischer Kriegsveteran, der zurückkommt und umgedreht worden ist von den
Terroristen. Genau. Wie heißt die Serie? Homeland? Homeland funktioniert natürlich besonders gut in Amerika zunächst mal, weil das ein Thema ist, was die Amerikaner sehr, sehr bewegt, noch mehr als uns Deutsche. Aber ich würde auch schon sagen, auch im europäischen Bereich, wir haben ein ganz großes Event, diesmal auf dem Filmfest, von einer Serie, die heißt Gomorra. Wir machen das in Zusammenarbeit mit unserem Partner Sky. Gomorra ist eine europäische Serie, eine italienische Serie, die sich eben auch viel um die Mafia dreht. Und da sieht man mal ein herausragendes Serienevent von Deutschen koproduziert, von Münchnern koproduziert. Das gibt es schon auch. Kann man von den Amerikanern lernen. Sopranos war ja der erste Hit in dieser ganzen, in diesem ganzen Genre eigentlich. Absolut, ne? Marc. Wir können viel von den Amerikanern lernen. Und auch wenn wir ein großes europäische Kinotradition haben mit Italien, Frankreich und ursprünglich auch Deutschland, ist Amerika absolutes Vorbild, auch was das Handwerk angeht, ganz klar. Sie haben hier ganz viele Kisten. Einmal noch in so eine Kiste. Also hier sind einmal die Plakate drin. Genau, hier sind die Plakate drin. Kleinere Versionen. Hier sind die Tickets. Die werden dann hinterher bedruckt mit den jeweiligen Filmen. Und wir hoffen, dass viele gekauft werden, trotz der diesjährigen WM. Ja, die haben, also wenn das Wetter so bleibt, haben sie ein Problem, oder? Und WM, das sind so zwei Faktoren, die uns ja alle eigentlich freuen, dass es da ist. Aber für sie wird es dadurch nicht leichter wahrscheinlich. Genau, ich bin immer erstaunt. Das Filmfest gibt es ja jetzt seit über 30 Jahren. Wir sind eins der sehr etablierten Festivals. Und seit 30 Jahren müssen wir alle zwei Jahre mit Europameisterschaft oder mit der WM alle zwei Jahre kämpfen. Und das funktioniert super. Die Kinos sind erstaunlicherweise immer noch voll. Aber die andere Konkurrenz ist auch wichtig. Beim guten Wetter gehen die Leute auch gerne im Biergarten. Wir haben ein tolles Tollwood, wir haben ein tolles Opernfestival. Also es gibt eine ganze Menge. Und da muss man sich heute als Kulturschaffender auch behaupten. Das sind auch Aspekte dieses Thema Marketing und wie bleibt man wettbewerbsfähig. Das sind auch Aspekte, die sehr wichtig sind für mich. Und deshalb müssen wir uns gleich darüber unterhalten, was Sie mit dem roten Teppich machen. Denn das ist ein wichtiges Thema bei einem solchen Filmfestival. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Also dies ist eine lila Garnitur und wir wollen aber jetzt über den roten Teppich sprechen. Inwieweit können Sie dem Münchner Publikum versprechen, dass es sich lohnt, an den roten Teppich zu gehen, wenn Ihr Filmfestival sich eröffnet? Oh, das lohnt sich immer. Das Filmfest in München ist ja ein ganz etabliertes, altes Festival. Das gibt es schon seit über 30 Jahren. Das ist schon, gibt nicht so viele Festivals, die schon so eine Tradition haben. Und noch jedes Jahr kamen die tollsten Leute auf dem roten Teppich. Wir hatten den Robert De Niro schon da, wir hatten den Leonardo DiCaprio schon da, als er recht klein war. In den letzten Jahren hatten wir den James Franco da, den John Malkovich, letztes Jahr den Michael Caine. Wir schaffen es immer. Tolle Stars und dieses Jahr zu bekommen. Dieses Jahr, das darf ich noch nicht ganz verraten, aber auch dieses Jahr haben wir jede Menge deutsche tolle Stars und wir dürfen uns wahrscheinlich auch auf tolle internationale Stars freuen. Ja. Aber dieser rote Teppich, der muss Sie auch beschäftigen in der Vorplanung, nicht? Also ich könnte mir vorstellen, dass wenn Sie morgens aufwachen oder nachts und sich dann vorstellen, oje, hoffentlich kommen dann da auch die entscheidenden Leute, damit es interessant ist und Sie am nächsten Tag im Fernsehen oder in der Zeitung dann eine Abbildung haben. Das ist sehr wichtig für ein Filmfest, dass da auch die großen Stars über den Teppich wandern, haben Sie vollkommen recht, auch wegen der Aufmerksamkeit. Da kann man noch so viel sagen, Mensch, wir haben doch so viele tollen Filme und die ganzen Filmemacher werden noch bekannt. Der DiCaprio war da, als er 15 Jahre alt war. Und Daniel Brühl und viele Leute waren dann zu einer Zeit, wo die noch gar nicht berühmt sind, weil wir auch die Leute entdecken. Aber ja, der rote Teppich beschäftigt einen auch in der Vorbereitung. Da sitzen wir mit der Presseabteilung, mit der roten Teppichfrau, die heißt rote Teppichfrau. Ja. Nachts wird der geputzt von Putzfirmen und da gibt es eine ganze Dramaturgie, wie die Autos vorfahren, wann der Star aussteigt, wer ihn begrüßt, wie man den zuerst zu den Fotografen, zu den Autogrammjägern führt. Und wenn man das nicht gut macht, dann kann es richtig turbulent werden. Wir hatten das mit der Melanie Griffith. Die Melanie Griffiths. Die war in dem ersten Jahr da, nicht, als sie das Filmfest gemacht haben. Genau, genau. Und die hat so viele Fans, das haben wir ein bisschen unterschätzt, obwohl ich natürlich sie gewählt habe, weil ich selber ein großer Fan bin, seitdem ich Working Girl gesehen hatte. Und da wird dann schon mal richtig geschubst, gestoßen. Da muss man auch, muss viel Security her. Und wir hatten schon 6 große Schränke, die da mitgeholfen haben, aber es hat fast nicht gereicht. Dies Working Girl fand ich auch klasse. Alleine diese Fahrt jedes Mal von Staten Island nach Manhattan rüber, ja, nicht, wie die da drin saßen, das war mit diesen riesigen Frisuren, die in den 80er Jahren noch. Melanie Griffith, die ist schon klasse gewesen. Ja.
Sie machen jetzt nicht nur ein Filmfestival für Erwachsene, sondern eben auch für Kinder, was ja wahrscheinlich auch wichtig ist, denn das ist ja, sind ja Ihre Zuschauer von morgen. Absolut, quasi, ne? Genau. Was bieten Sie denen jetzt an? Wir haben jetzt verschiedenste Welturaufführungen auch und wir haben ganz lustige Filme. Dr. Proctors Pupspulver ist so ein Running Gag schon bei uns, dieser lustige Titel. Wir haben Quatsch von Veit Helmer, wir haben Filme von Marcignac, wir haben wirklich die Crème de la Crème der ganzen deutschen und auch internationalen Filmemacher da mit Filmen für Kinder. Und da kann man eben von kommerziell, was ganz toll auch im Kino laufen wird, bis hin zu ganz besonderen Filmen aus Schweden oder Italien, können dort Kinder und Schulen reingehen. So diese klassischen Biene-Maja-Filme, die funktionieren ja wahrscheinlich heute nicht mehr so, weil die Kinder ja alle an ihren Laptops sitzen und Videogames spielen. Also da muss man wahrscheinlich sich auch als Festivalmacher überlegen, was ist jetzt für eine junge Generation im 2014 jetzt sozusagen das Ansprechende. Sie haben recht, aber die Mischung macht's. Immer noch funktionieren die großen Marken wie Lillifee, wie bestimmte Animationstitel, wie Bestseller, die dann verfilmt werden, wie Rubinrot oder Saphirblau. Das sind Dinge, die immer funktionieren, aber wir achten da sehr auf die Mischung. Also immer noch gibt es jede Menge Bestseller, die dann verfilmt werden, große Marken, die noch funktionieren. Aber vielleicht, Biene Maja ist ein Klassiker, wird es auch immer sein, aber ich denke auch neue Klassiker kommen. Nochmal kurz, um auf Ihre Reihen zu sprechen zu kommen. Mhm. Da haben Sie also auf der einen Seite den bösen Buben, den Klaus Lemke, und auf der anderen Seite ja den etablierten Bogner, der sozusagen in allen möglichen seriösen Filmen auch mitgeholfen hat. War das auch so eine Überlegung, dass Sie da so ein bisschen Reibung vielleicht schaffen wollten? Also Sie haben wirklich recht, die beiden sind das ganze Gegenteil voneinander. Das ist das eine Ende von München und der andere ist das andere Ende von München. Also das ist wirklich sehr unterschiedlich, die beiden. Das ist genau die Bandbreite, die wir zeigen, ja. Wobei es sich natürlich angeboten hat, weil wir den Klaus Lemke seit Langem versuchen zu überreden, wieder auf ein Festival zu gehen. Und er es jetzt endlich tut und sich hier bei uns zeigt. Ach, ich dachte, er hat Sie überredet, dass er hier auftreten darf beim Festival. Nee, ist es nicht ganz ohne. Also der hatte auch aufgrund seiner Erfahrungen und aufgrund seines Revoluzertums und wie er einfach ist, der geht auch gerne mal auf den roten Teppich und zeigt einen Stinkefinger oder ist ganz frech. Und das war uns ein Anliegen, seine Filme zu zeigen. Die sind schon sehr besonders. Ich liebe die sehr. Einer meiner Lieblingsfilme, Rocker, ist von Klaus Lemke. Den zeigen wir auch. Mhm. Er ist auch selbst im Kino. Und der Franz Xaver Bruckner ist einfach ein Multitalent. Und er macht genau seit 50 Jahren Filme. Das ist ein Jubiläum von ihm als Filmemacher. Das ist toll. Ist ja natürlich klar, das müssen wir machen, das wollen wir machen. Und ich freue mich sehr, dass er kommt. Dann müssen Sie im nächsten Jahr den Lemke auch wieder einladen, denn dann hat er auch sein 50-jähriges Jubiläum. Sofort, sofort. Aber bei Klaus Lemke gehen Sie ja das Risiko ein, dass er vielleicht, wir können es ja immer... Ja, das, so nehmen wir es. Ja, bitte. Dass er... vielleicht Sachen macht, die ihm gar nicht passen, dass er vielleicht gar nicht kommt oder dass er vielleicht so aus der Badewanne sich über Skype einblendet. So sind die Künstler. Wir arbeiten mit Künstlern. Filmemacher sind Künstler. Wir sind dafür da. Wir sind nicht vermessen. Wir bieten denen hier ein Forum. Wir wollen die hier fördern, beflügeln, zeigen. Aber Künstler sind Künstler. Da weiß man nie, was noch passiert. Wo Sie von Fördern sprechen, das machen Sie ja auch bei der HFF, bei der Filmhochschule, die wir hier alle kennen, wo wir lange uns angeschaut haben, wie der Bau entstanden ist, bei den Pinakotheken. Und seit 2 Jahren ist der, glaube ich, fertig. Mhm. Und jetzt gibt es auch das Ägyptische Museum darunter. Also der ganze Gebäudekomplex ist fertig. Wie machen sich denn die Studenten in dieser einzigartigen Atmosphäre, die da entstanden ist? Also die machen sich gut und
an die werden natürlich jetzt nochmal mit neue Erwartungen geknüpft, mit diesem Wahnsinnsprachtbau. Vorher waren sie ja in Giesing in einer alten Bettenfabrik, total lauschig. Und jetzt sitzt man mitten im Kunstareal. Das ist schon nicht ganz ohne. Ich leite ja auch das Studentenfilmfest, was jährlich stattfindet. Da kommen Studenten aus aller Welt, werden auch mit begrüßt von ihren deutschen Kommilitonen. Und ich finde, es kommen viele tolle Filme aus der Filmhochschule. Wir zeigen jedes Jahr einige. Dieses Jahr wieder Lügen von der Vanessa Jopp. Der Kameramann, der Markus Förderer, ist der Kameramann vom Abschlussfilm I Origins. Er dreht jetzt schon in Hollywood. Mhm. Also der Studenten-Oscar ist gerade an den Lennart Ruff gegangen, vor 2 Tagen von der Academy. Also die bringen tolle Leute hervor. Da gibt es den einen oder anderen, der sagt, bevor man in einen solchen Prachtbau, wie Sie jetzt auch gesagt haben, hineingeht und sozusagen alle Mittel zur Verfügung gestellt bekommt, die man fürs Filmemachen braucht, erstmal, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, erstmal ein bisschen Staub gefressen haben muss, bevor man sozusagen in ein solch perfektes Environment wie in die HFF gehen kann, um da dann kreativ zu werden. Also Kreativität entsteht ja eigentlich auch in ganz anderen Räumen als in so einem perfekten Gebäude. Das ist ein interessantes Thema, was Sie ansprechen. Und es gibt auch Filmhochschulen in Deutschland, die verlangen das, dass man vorher gearbeitet hat. Die verlangen ein gewisses Alter. Ich bin erstaunt, wie gut es auf der Filmhochschule funktioniert. Es hängt wohl vielleicht auch das zusammen, was eben Kunst ausmacht. Das ist eine Notwendigkeit. Manche haben diese Notwendigkeit, etwas zu erzählen, aber es macht ja auch nicht jeder seinen Weg. Es gibt ja, muss ja nicht jeder Produzent oder Regisseur werden. Es gibt ja, oder Kameramann, es gibt ja auch Leute, die gehen in die Herstellungsleitung, in die Organisation, in die Aufnahmeleitung. Also auch wenn man als Dokumentarfilmer ausgebildet wird, kann es sein, dass man später woanders arbeitet. Die Studenten sollen die teuersten Studenten Europas sein. Ist das auch von Ihrer Seite nachvollziehbar? Film ist sehr teuer. Film ist einfach sehr teuer. Und wir haben tolle Filmhochschulen in Deutschland. Ich bin etwas dagegen, dass überall jede Uni und jede Designhochschule noch einen eigenen Filmzweig gründet. Das finde ich unnötig, weil wir schon so viele Filmhochschulen haben. Denn wo sollen wir denn hin mit diesen ganzen Menschen, die wir ausbilden? Die wollen ja auch einen Job, die wollen ja auch was machen. Und deswegen finde ich, noch viel mehr soll es nicht werden. Aber Film ist ein teures Medium. Anders als Literatur, wo ich mit einem Stift und einem Block oder mit meinem Laptop mich irgendwo hinbegeben kann und schreiben. In den 80er Jahren gab es eben nur Berlin und München als Filmhochschule. Und jetzt haben wir einen Overkill, wenn ich mir das von Ihnen anhöre. Genau, es gibt noch ein paar sehr renommierte, Potsdam, Babelsberg, DFFB und auch Ludwigsburg gehören schon zu den etablierten, wo die tolle Leute hervorbringen. Ich denke, es sind immer mehr dahin zugekommen. Wir haben die Makromedia, die Hamburg Media School, die Kölner Medienhochschule. Überall kommen tolle Leute raus, aber es ist sehr viel. Und wir haben eine Verantwortung diesen jungen Leuten gegenüber. Sie sind ja auch jemand, der sich theoretisch mit dem Thema auseinandergesetzt hat und nach wie vor auch auseinandersetzt. Sie sind, was haben Sie studiert? Kommunikation, oder? Genau, ich habe Kommunikationswissenschaften studiert und habe meine Magisterarbeit über den Bernd Eichinger geschrieben, über den Produzenten. Daraus ist ein Buch geworden, was ich Ihnen hiermit überreiche. Der Produzent, fühle ich mich sehr geehrt, genau. Vielen Dank. Der Produzent, ich habe mich also sehr früh mit Filmwirtschaft und Produktion beschäftigt, bin selber nicht Produzentin geworden, auch eine ganz bewusste Entscheidung. Aber bin sehr glücklich, dass ich jetzt auf diese Art und Weise meine Leidenschaft zum Film weiterleben kann. Was haben Sie denn vorher gemacht, bevor Sie hier zum Filmfest gekommen sind? Da haben Sie fürs Fernsehen auch gearbeitet. Genau, ich habe jahrelang als Aufnahmeleiterin und Produktionsleiterin für Film- und Fernsehproduktion gearbeitet und war auch ein Jahr beim ZDF und habe auch verhältnismäßig viel für die ARD gemacht. Ich war Filmeinkäuferin, aber hauptsächlich viele Jahre lang. Zunächst bei Premiere, was heutzutage Sky ist. Es war damals nur ein Sender. Und dann viele Jahre für die RTL-Gruppe. Also Filme verhandeln, Filme einkaufen, Filme beurteilen, das mache ich schon seit mindestens 20 Jahren. Macht ja viel Sinn, wenn man ein Filmfestival organisieren muss. Mhm. Da kann man sozusagen auf alte Kontakte dann auch zurückgreifen. Genau, genau. Die Kontakte und das Netzwerk ist sehr wichtig, denn wir bewegen uns ja immer in einem bestimmten Kontext. Also wenn ein Verleiher überlegt, Mensch, mein Starttermin liegt eigentlich ein Stück weit hinterm Filmfest, mal sehen, ob ich da dann nicht zu diesem Zeitpunkt vielleicht den Film zum ersten Mal zeigen sollte, dann hilft es schon sehr, wenn man die Leute kennt und mit ihnen spricht und mit ihnen redet
oder auch weißt, welche Produzenten welches Projekt gerade machen. Also wenn ich mir Ihr Programm anschaue, dann habe ich mal geguckt, sind ja tatsächlich alle 5 Kontinente vertreten, von denen Sie Filme zeigen. Ja. Die müssen Sie sich ja auch angeguckt haben. Mhm. Wenn da mal ein Job frei wird, dass man also da rumfahren kann und sich die Filme angucken kann, denken Sie an mich. Also das finde ich interessant. Da sind dort bestimmt viele Leute, die sich so einen Traumjob wünschen. Rumfahren, Filme angucken, bewerten und sagen, der sollte nach München kommen. Nein, es ist ein absoluter Traumjob. Es ist auch mein Traumjob. Und wie jeder Traumjob gibt es natürlich noch eine andere Seite. Also ich spaziere nicht nur in Cannes auf der Croisette rum oder schaue mir in Venedig, nachdem ich einen schönen Espresso getrunken habe, die neuesten Filme an, sondern natürlich haben wir auch das ganze Jahr eine ganze Menge organisatorischer und finanzieller Arbeit, die dahinter steckt. Aber ich würde auch sagen, wenn man als Redakteur für ein Filmfest arbeitet oder als Programmer, nennt sich das in Neudeutsch, das ist ein Traumjob. Wie gehen Sie da vor? Sagen Sie, okay, wer geht dieses Jahr nach Australien, wer geht nach Südamerika? Und dann hebt einer die Hand und der fährt dann zu allen Festivals in Südamerika, oder wie geht das? Ja, wie das bei vielen Menschen ist, man hat ja ein paar Leidenschaften schon entwickelt. Wir haben einen ganz tollen Filmhistoriker bei uns, der ist auch sehr spezialisiert auf Frankreich. Das heißt, der macht die französischen Filme und die Hollywood-Sachen. Wir haben eine, die hat lange in Amerika gelebt, die macht die Independent-Filmemacher und wir haben einen Menschen, der ununterbrochen reist und tausende Filme guckt und der macht unser internationales Programm. Also man versucht, da bei den Menschen auch mit deren Interessen zu gehen und es funktioniert. Wenn Sie jetzt mal den roten Teppich wegnehmen bei diesem Filmfestival, woran unterscheidet sich das dann für den normalen Kinobesucher, ob er auf ein Filmfestival geht oder ob er normalen Kinobesuch macht? Also das Schöne ist, dass ich dem Macher des Werks begegne. Ich bin im Kino und anders als sonst steht plötzlich der Regisseur auf der Bühne, der Kameramann, einer der Schauspieler und das bringt eine ganz andere Nähe zu dem Werk. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen, dass Sie mal in einem Atelier gewesen sind, wo der Künstler selbst Ihnen zeigt, wie er malt. Das ist einfach eine ganz andere Nähe zu diesem Werk und zu diesem Film und das ist das Besondere auf einem Filmfest. Dass man, also man kann bei jedem Film nach dem Film dann die sehen, die den Film gemacht haben und mit ihnen diskutieren. Genau, also in jedem Fall diskutieren. Also wir versuchen, alle werden eingeladen, alle Filmemacher. Natürlich kommen nicht immer alle, aber die Zuschauer haben nach jedem Film die Möglichkeit, mit einem unserer Filmprofis über den Film zu sprechen, zu diskutieren. Und im besten Fall stehen natürlich der Regisseur oder Schauspieler auf der Bühne. Und dann kann ich mir natürlich auch vorstellen, dass man, wenn man in Ihrer Position ist, sich überlegt, welche Kinos eignen sich eigentlich für ein Kinofestival. Wie gehen Sie da in München vor? Gehen Sie auf die Kinos zu oder kommen die Kinos auf Sie zu? Wie funktioniert das? Das ist beides. Man kennt sich gut in München und uns fehlen die großen Säle. Anders als Berlin haben wir keinen Friedrichstadtpalast, keinen Berlinale Palast. Das heißt, ich habe wenige große Säle. Wir sitzen gerade in einem, im Gasteig, in unserem Festivalzentrum. Und so versuchen wir eben eine große Bandbreite von Kinos für uns zu gewinnen. Aber wir achten natürlich auch darauf, dass die Leute gut von Kino zu Kino kommen können, dass das nicht anstrengend wird. Wir haben jede Menge Besucher, die auch professionell das Filmfest besuchen. Und wir erstrecken uns ja vom Rosenheimer Platz bis nach Schwabing. Aber ich träume eines Tages von einem großen Festivalzentrum. Das ist meine Vision. Also nur große Filmsäle zu haben, ist ja vielleicht auch nicht so günstig, weil wenn die dann schlecht besucht sind oder wenn nicht das Interesse so groß ist an einem Thema, dann kann so ein großer Kinosaal ja auch sehr einsam und verlassen wirken. Das stimmt, das gibt's auch, dass man zu zehnt in einem Film sitzt. Nee, wir haben sehr viel Erfahrung auch mit dem Programmieren. Und wenn ich sage, ich habe eine Vision von einem Festivalzentrum, da meine ich mit 10 Kinos, verschiedene Größe von Sälen. Aber wir finden das auch so toll abgebildet. Wir haben ja jetzt die HFF als Kino, die hat 3 Kinos. Genau, wir haben das Ari-Kino, wir haben das Sendlinger Tor-Kino, ein wunderschönes altes Kino dabei. Wir haben den Gasteig als Festivalzentrum, als Kino und das Rio. Also wir haben eigentlich in München sehr viele wunderbare Kinos. Und das ist ja auch das Schöne, dass man nicht alles an einem Ort zeigt, sondern durch die ganze Stadt verteilt ist. Wenn Sie sich jetzt 2000 Filme, haben Sie gesagt, haben Sie sich angeguckt im letzten Jahr für dieses zusammen mit meinem Programm, nicht ich alleine nur. Nicht Sie alleine nur, aber Sie sind doch wahrscheinlich das Nadelöhr, oder? Also jeder Filmtitel, der jetzt hier gezeigt wird, der muss
über ihren Schreibtisch gelaufen sein. Und sie müssen ihn auch irgendwo abgenickt haben. Es dauert eine ganze Weile, bis man sich so eingetunt hat mit seinem Team. Das ist wie in anderen Firmen auch, aber da wird es mal ganz banal. Als Chef kennt man seine Mitarbeiter, kennt deren Geschmack, deren Arbeitsweise. Und da muss man sich erst mal zusammenfinden. Und wenn man das kennt und weiß, gegenseitig übrigens, nicht nur ich weiß dann, wie tickt dieser Mitarbeiter, sondern der sagt auch, ich habe einen Film gesehen, der gefällt mir nicht besonders gut, aber ich denke, du würdest ihn gerne auf dem Festival haben, schaust du ihn dir bitte an. Also ich schaue nicht jeden Film an, aber sehr viele und natürlich auch die Fälle, wo wir uns auseinandersetzen drüber, wo wir zweifeln, wo wir überlegen, nehmen wir lieber den oder lieber den. Ja, ich möchte auch ein bisschen dahin zu wissen, was so ihr Geschmack ist. Ja. Ja? Weil als Mitarbeiter ist es ja meistens dann doch so, dass man sich denkt, na, der Chef oder die Chefin, der würde jetzt vielleicht das oder jenes am besten gefallen. Ja. Glauben Sie, dass Ihre Mitarbeiter dadurch auch irgendwo in ihrer Bewertung auch irgendwie vorbelastet sind? Also ich denke, dass ich meinen Mitarbeitern unheimlich den Rücken stärke, was das Thema Qualität angeht, weil wir haben ja auch Begehrlichkeiten aus der Filmwirtschaft oder Menschen oder Produzenten oder Verleiher, die unbedingt den Film gerne auf dem Filmfest München zeigen würden. Da machen wir keinerlei Kompromisse. Da stehe ich absolut hinter denen. Da streite ich mich auch bis aufs Blut mal mit wichtigen Produktionsfirmen, wobei die das sehr sportlich sehen und oft auch gute Geschäftsleute sind. Also wenn in einem Jahr vielleicht ein wichtiger Film für eine Firma nicht gezeigt wird, kommt er dann vielleicht im nächsten Jahr statt. Also ich stärke meinen Mitarbeitern dahingehend den Rücken, dass ich sage, bleibt dabei, wir zeigen nur das Beste vom Besten. Ja. Und das andere hatte ich kurz beschrieben, was ich mit Qualität meine. Das ist mir sehr wichtig, aber mir ist auch wichtig, dass gelacht werden darf. Also ich möchte kein reines Festival, wo man nur in kasachischen Filmen mit chinesischen Untertiteln sitzt, wie man sich das manchmal von so einem verrückten Filmfest vorstellt, sondern ich möchte, dass wir die ganze Bandbreite erleben. Trotzdem müssen Sie uns noch zum Abschluss der Sendung Ihre zwei Lieblingsfilme nennen. Ach, das darf ich natürlich nicht. Aber wir haben einen ganz tollen Film, der heißt I Origins, ein Abschluss für dich. Ich meine jetzt gar nicht aus dem Festival, sondern so aus der ganz großen Filmpalette. Oh da, Gott. Da hat doch jeder sofort einen Film, den er sagt, das ist mein Lieblingsfilm oder meine zwei Liebsten. Genau, die haben auch eine große Bandbreite angefangen von den Wim Wenders-Filmen, in denen ich Kino oder zum Kino überhaupt erst hingegangen bin. Stand der Dinge ist ein Beispiel, bis hin zu Cool Runnings oder Bridges over Madison County. Und auch in letzter Zeit habe ich viele Filme, die mir gefallen haben, wie die Schauspielerei in Liberace oder Irre ist männlich, um mal eine deutsche Komödie zu nennen. Okay, dann dürfen wir gespannt sein auf das, was da kommt. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für Ihr Filmfestival und herzlichen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen, vielen Dank. Das war Menschen in München mit Jörg van Hofen.